Moin Leute, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist jetzt was länger her, dass ich nichts hochgeladen habe und das liegt einfach daran, dass ich mich einfach für ein paar andere Hobbys interessiert habe und nicht so viel Zeit in die Insekten- und Ameisenhaltung gesteckt habe. Aber jetzt bin ich wieder zurück und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. So, aber was habe ich überhaupt vorbereitet? Also hier seht ihr eine ganze Menge Pflanzen, auch teilweise welche, die relativ bekannt in der Terroristik sind. Und die habe ich einfach von einem Gartencenter, obwohl es viele Leute abgeraten haben. Und die würde ich dann alle einpflanzen in dieses Terrarium. Starten wir mit dem Bodengrund, den fülle ich jetzt hier rein. Da könnt ihr ordentlich was nehmen, wie gesagt, Ceramis, in dem Fall sind hier noch irgendwelche Vulkansteine oder sowas dabei. Einfach Hauptsache, dass sich das Wasser unten sammelt. Also davon gut was rein. So, jetzt wird alles ziemlich gleichmäßig verteilt, sodass keine Staunässe entsteht und das Wasser richtig abfließen kann. So, kommen wir jetzt zum Bodengrund. Ich habe in diesem Fall Kokoshumus angemischt. Das findet ihr eigentlich in jedem Terroristik-Store oder auch Fressnapf und so, wie in meinem Fall. Der Nachteil an Kokoshumus ist, dass es von vielen Insekten, wie zum Beispiel Tausendfüßlern oder Asseln, nicht vertragen wird. Deswegen würde ich euch in dem Fall Laubwaldhumus empfehlen. Aber das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Da ich keine Asseln und Tausendfüßler einsetze, ist das für mich kein Problem. Jetzt habe ich alles gut verteilt und ich würde sagen, wir kommen direkt zu den Pflanzen. In meinem Fall richte ich die Pflanzen erstmal aus, sodass ich einen groben Plan habe, wo welche Pflanzen hinkommen, sodass ich eine schöne Landschaft formen kann. So, ich habe mich jetzt für eine Anordnung entschieden und ich würde sagen, ich wasche die Pflanzen einmal ab, sodass keine Dünger in der Erde vertreten sind, die den Tieren schaden können. Jetzt drücke ich alles leicht fest. Ihr könnt es so machen, wie ihr wollt. Man kann ein paar Variationen, wie zum Beispiel Hügel oder sowas, reinmachen. Das kann deutlich schöner aussehen, aber ich wollte es erstmal so schlicht haben, da es eines der ersten Becken ist, die ich einrichte. Jetzt setze ich die Pflanzen grob ein und drücke die Erde leicht fest. Es ist wirklich wichtig, dass ihr das nur leicht macht, sodass ihr die Wurzeln nicht groß beschädigt. Jetzt habe ich so gut wie alles eingesetzt und prinzipiell könnt ihr jetzt noch den Boden dekorieren oder eine Rückwand anbringen, aber in dem Fall lasse ich es erstmal so und wir warten auf einen Part 2, wo ich das Ganze nochmal ein bisschen restauriere und aufwerte. Das war es jetzt aber auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne eine fixe Bewertung und ein Like da, wenn euch das Format gefallen hat. Und ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und ganz wichtig, bleibt fasziniert.